meine Damen und Herren, wir kommen hier zurück und wie versprochen sind wir heute in Oslo unterwegs. Mal gucken, wen wir da treffen. Der Schrei, gegen den treten wir heute an. Ich bin mal gespannt, ob er auch so gut schreien kann, wenn er verliert. Denn ihn machen denn ihn machen wir beim ersten Mal kaputt. Wer zum Manövrieren, aber kann höhere Geschwindigkeit erreichen. Aber keine richtige Stärke. Ach komm, wir probieren ihn einfach mal aus. Wir probieren zum ersten Mal einen anderen Stein aus. So, und dann brauchen wir das Katapult, dann brauchen wir den hier, dann brauchen wir den und dann nehmen wir auch noch den hier mit. Da. War's. Mehr brauchen wir nicht und wir sind bereit. Dann gucken wir uns mal die Strecke mal zum ersten Mal an und ich weiß nicht, habe ich euch eigentlich schon mal begrüßt? Ja. Bisschen lecky. Aha, also mit Springen um die... Ach du Heilige, da will mich wohl... Warum habe ich jetzt unbedingt diesen komischen Stein genommen? Auf der Strecke ist es zwar richtig geil, hier kann man schön Geschwindigkeit holen. Aber hier rumzukommen, das wird der blanke Horror. Und hier springen wir so einige fast drüber. Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das hier am dümmsten. Ich hoffe mal, es ist nicht über... Es ist ja eigentlich auch nichts. Ist ja noch nicht mal übertrieben oder sowas. Das ist ja 0, nichts. Ja, wird er hoffentlich nicht durchkommen. Ach du Heilige. Also so schlecht ist er gar nicht zu manövrieren. Ach so, da ging Nico. Ja, es ist so der Nachteil. Man kennt die Strecke jetzt noch nicht. Ah, die geht hier so rum. Die kann nur, die kriegen wir ja als nächstes. Wow, goldene Stiere. Eigentlich ist das Wichtigste nicht zu gucken nach Geschwindigkeit und so. Das Wichtigste ist das Aushalten, wie viel die Steine jeweils aushalten. So, er ist bei mir schon auf dem Steg. Müsste er jetzt eigentlich meine Abwehr treffen. Wow, langsamer Treffer. 50 Schaden. Ich liebe es. Ich setze jetzt eigentlich komplett auf die... So. Die soll nochmal ein bisschen aufgehalten werden. So schlecht ist der Stein ja nicht. Aber ich werde trotzdem verlieren mit dem. Das einzige... Vielleicht ist das schneller fertig, weil es ein Halbstein ist. Und hätte ich am Anfang nicht das falsch gemacht... in der Richtung oder wäre ins Wasser gesprungen, wäre es bestimmt besser geendet. Jetzt habe ich sein, ich habe seine Bank nicht zerstört, sonst hätte ich ein bisschen mehr Geld bekommen. Fuck, 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 fuck. Ja, der hält nicht viel aus. Der hält überhaupt nichts aus. Das ist richtig Shit.
Also nächstes Mal nehme ich den überhaupt nicht mehr. Nee. Ich habe schon, ey, eigentlich habe ich schon so gut wie verloren. 135 Schaden, das ist nichts. Ah, er hat schon eigentlich so gut wie gewonnen. Aber ich muss mal hier ein bisschen, ich habe den jetzt versucht aufzuhalten. Das war keine so nice Idee anscheinend. Oh, los geht's. Vorteil ist, man kann wirklich mit dem recht früh losfahren. Nachteil ist, der bringt einfach... So, jetzt habe ich den, das aber zerstört. Aber ich habe kein Geld bekommen. Also der Nachteil wirklich an dem Ding ist, der macht keinen Schaden und hält einfach nichts aus. Und wir ins Wasser gesprungen. Ah, leck mich. Guck mal, der fährt nur noch einmal durch. Also nach der Runde jetzt. Wird er nur noch einmal durchfahren, dann ist er ja schon durch. Also den nehme ich nicht nochmal. Du musst ihn jetzt komplett zerstören. Damit wir ungefähr gleich weit sind. Und das sieht relativ gut aus, dass das passieren könnte. Ah, komm, 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 komm. Ah, komm, 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 komm. Ja, ich hab ihn zerstört mit meiner Donnergewalt. Ah, falsche Richtung. Ah, los geht's, Scheibengleis da drauf, los. Ich muss noch zweimal durchfahren. Er ist auch schon am Rollen. Ich würde sagen, es liegt jetzt nur noch dran, wer schneller ist. Weil wir beide werden im zweiten Durchlauf durchkommen. Ah, fast komplett ganz durchgekommen. Nein, da muss ich natürlich einmal... Wo ich natürlich schon gerne sehen würde, wo die Kuh eigentlich hier hängt. Aber das wollen wir mal nicht riskieren jetzt. What the fuck? Maximal 140. Einmal. So, er auch. Ach du Scheibengleiser, jetzt kommt's drauf an. So, das ist eindeutig die letzte Runde. Es kommt nur noch drauf an, wer schneller durch ist. Das wird hoffentlich ich sein. Da ich ein bisschen schneller fertig bin. Aber alles nur, weil ich zum Glück einmal ihn besiegt habe. Das wäre jetzt schon durch. Da war noch eine Kanönchen.
Alter, wieder so springen. Das ist... Eigentlich ist er ja gar nicht so schlecht, der Ball. Oh ja. Er ist doch schon relativ schlecht, aber man muss auch mal gute Sachen zu ihm erzählen. Also die Geschwindigkeit und so, das wird mir jetzt einen Vorteil bringen. Nein, 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 nein. Boot zerstört, warum auch nicht? Oh, fuck. Ach, du fucking holy shitting. Ja. Fucking. Oh, ich will nur mal gucken, ob er richtig penetriert wird bei mir. Ah ne, das war's glaube ich schon. Ja, das war's schon. Oh, fuck. Alter. Oh. So, guck mal, wir müssten jetzt eigentlich die Kanone nur bekommen. Genau, Kanone, eine gewaltige Waffe, aber dauert zum Nachladen. Nice, nice, nice. So, da war's es. Nächstes Mal sehen wir uns hier drüben wieder, weil ich weiß überhaupt nicht, was das denn soll. Deswegen sind wir nächstes Mal in LVLW. Bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn es wollt. Ciao, ciao.